Mein Name ist Markus Schenkel. Ich wurde 1978 geboren in Frankfurt und wohne in München. Ich bin nein. Kann ich nochmal? Mein Name ist Markus Schenkel. Ich wurde 1978 in Frankfurt geboren. Ich wohne in München. Bin Vater von zwei Kindern und von Beruf Journalist. Ich bin noch. Ich bin noch leidenschaftlicher Leser. Die Liebe zu den Büchern begann in alten Zeiten von 4, 5 Jahren, als meine Mutter mich zum ersten Mal kleines Bücherei in unseres Dorfes mitnahm. Wenige Jahre später schleppte ich die Bücher allein nach Hause. Nach dem Abitur studierte ich Hauptfach Germanistik mit Schwerpunkten Literaturwissenschaft. In dieser Zeit besuchte ich wunderschöne Bibliotheken des Deutschen Literaturinstituts. Und heutzutage bin ich fernsehlos und investiere meine viel Zeit in meinem mit großen und kleinen Geschichten und dicke und dünne Büchern. Deutschland ist eine von sehr entwickelten Staaten und gibt es viele Möglichkeiten für unsere Kinder. Aber andererseits gibt es viele Ausländer. Ich finde es total blöd, wenn es so etwas Ausländerhass überhaupt gibt. Menschen sind alle gleich. Wir haben Augen, um zu sehen, einen Mund, um zu essen. Und wir leben unter dem gleichen Himmel. Wir leben unter einem Himmel und genießen dieselbe Sonne. Ich bin stolz auf unsere Dichter und Denker wie Goethe und Schiller. Stolz auf unsere wunderschönen Landschaften von den Alpen bis hin der Nordsee und stolz auf unsere weltweit bekannte Industrie wie Mercedes, BMW, Siemens. Ich bin stolz ein Deutscher sein.